Oh, was ist das? Ich hab. Das kenne ich nicht. Futiros? Oh mein Gott, Füller! Was? Ey Leute, wir haben jetzt Füller gezogen am ersten Tag. Aber ich sitze hier seit 10,5 Stunden und habe 2000 Euro ausgegeben. 10.000 Euro. 3.300 Euro? 2000 Euro. 8.300 Euro. 16.600 Euro. Trimax, Montana Black und viele andere Streamer geben gerade absurde Summen für FIFA aus. Warum das gar nicht so unkontrolliert und dumm ist, zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ganz ehrlich, als erstes kann man sich nur an den Kopf fassen, wenn ich höre, dass Trimax 16.000 Euro in nicht mal 2 Wochen für FIFA ausgegeben hat. In FIFA Ultimate Team gibt er gerade Geld aus ohne Ende. Vollkommen zu Recht kann man sich da fragen, ist der Gute irgendwie spielsüchtig oder hat er sonst die Kontrolle über sein Leben verloren? Aber darauf möchte ich in diesem Video gar nicht so eingehen. Ich möchte einmal genau zeigen, dass das Ganze durchaus unternehmerisch absolut sinnvolle, rationale Entscheidungen sind. Und ehrlicherweise gehe ich auch davon aus, dass Trimax das sehr, sehr genau weiß. Und unternehmerisch gesehen muss ich ihm fast sagen, gibt noch mehr aus, weil das eine unglaublich gute Investition für ihn ist. Und um das zu beweisen, schauen wir uns einfach mal die Buchhaltung von Trimax etwas genauer an. Ja, ich bin nicht sein Steuerberater, ich kenne natürlich auch nicht seine echte Buchhaltung, aber er ist, was Zahlen und Einkünfte betrifft, immer relativ transparent und mit den Informationen, die öffentlich sind, kann man sich da schon relativ gut nähern. Wir haben auf der Kostenseite, also das, was er als Betriebsausgabe hat, relative Transparenz. Das ist das, was überall steht, in den großen Headlines, wo auch jeder über ihn berichtet und was er auch selber in die Titel und Thumbnails seiner Videos schreibt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos hat er ungefähr 16.000 Euro in FIFA reingesteckt. Große Frage ist jetzt, was steht denn auf der Umsatzseite? Das heißt, was ist denn reingekommen? Und da gibt es natürlich ganz viele Einnahmequellen. Ich möchte in diesem Video fast alles einmal ausklammern und mich nur auf YouTube, also auf seinen Hauptkanal, und auf Twitch konzentrieren. Lass uns einfach mal gemeinsam anschauen, wie viel Geld, also wie viel Umsatz er gemacht hat mit diesem 16.000 Euro Investment. Schauen wir uns als erstes YouTube mal etwas genauer an. Wie viel Geld man auf YouTube verdient, ist abhängig von im Wesentlichen 2 Zahlen. Und zwar erstens die Reichweite, das heißt, wie viele Klicks machst du auf deine Videos. Ehrlicherweise geht es nicht 100%ig um die Klicks auf deine Videos, sondern um die Werbeeinblendungen, die vor oder in den Videos sind. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Reichweite relevant ist, wie viel du verdienst. Die zweite Kennzahl, die wichtig für deine Einnahmen sind, sind die CPM. CPM ist der Betrag, den du pro 1000 Videoaufrufe verdienst. Das heißt, wenn du beispielsweise ein CPM von 1 Euro hast, verdienst du halt bei 1000 Aufrufen 1 Euro, bei 1 Million Aufrufe 1000 Euro. Relativ simpel. Und das Ganze ist durchaus transparent. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos hat Trimax bisher 10 Videos zum Thema FIFA 23 veröffentlicht. Und die wurden auch alle innerhalb der letzten 14 Tage veröffentlicht. Das heißt, sie sind alle noch relativ jung und die kriegen mit Sicherheit auch noch mehr Klicks. Aber schon Stand heute haben diese 10 Videos insgesamt Aufrufe von 4,4 Millionen gemacht. Das heißt, insgesamt wurden diese 10 Videos 4,4 Millionen Mal angeschaut. Die Aufrufe von Trimax sind also transparent. Was wir brauchen, ist der CPM. Und natürlich kenne ich den CPM von Trimax nicht und ehrlicherweise schwankt der CPM auch extrem, welchen Content man macht und so weiter. Aber Trimax war so nett und hat vor einiger Zeit seine gesamten Einnahmen des Kanals gezeigt, und zwar als er ungefähr 1 Milliarde Aufrufe geknackt hat. Das ist 1 Milliarde Aufrufe, das sind ziemlich genau 1 Milliarde Aufrufe. 1,6, aber jetzt auch in fast 6 Jahren dann, ne? Das heißt, wir können ausrechnen, was sein gesamter Kanaldurchschnitt gemacht hat. Das heißt, was für ein CPM er auf alle Videos in der gesamten Historie des Kanals hat. Und daraus können wir natürlich ein CPM berechnen. Und zwar hat er in einem Video gesagt, dass er bei 1 Milliarde Aufrufe ungefähr 1,62 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Das heißt, das ist das Geld, was YouTube ihm tatsächlich überwiesen hat. Und da können wir jetzt natürlich den CPM ausrechnen. Das heißt, wir rechnen 1,62 Millionen Euro geteilt durch 1 Milliarde Views ist ein CPM von 1,62 Euro. Auf den gesamten Kanal im Durchschnitt verdient Trimax 1,62 Euro pro 1000 Aufrufe. Ehrlicherweise kann man schon davon ausgehen, dass seine FIFA-Videos eher einen höheren CPM haben. Das heißt, er kann durchaus auch doppelt oder dreimal so hoch sein. Der CPM bei FIFA ist, glaube ich, ein Ticken besser. Aber um erstmal konservativ zu rechnen, nehmen wir einfach seinen Durchschnitts-CPM von 1,62 Euro. Das heißt, wir wissen jetzt,
Er hat insgesamt bis heute 4,4 Millionen Aufrufe mit FIFA 23 gemacht bei einem CPM von 1,62 Euro. Das heißt, ich rechne 4,4 Millionen mal 1,62 CPM sind 7.162 Euro bisher AdSense-Einnahmen von YouTube. Aber ehrlicherweise ist es jetzt noch viel zu früh, irgendein Fazit zu ziehen. Der Hype hat gerade angefangen, das Spiel ist gerade mal eine Woche raus. Das bringt jetzt noch gar nicht, das irgendwie schon eine Kalkulation zu machen. Wenn ich mir angucke, was Trimax produziert hat für die letzte FIFA-Version, dann finde ich auf seinem Kanal zum Thema FIFA 22 48 Videos. Und dieses Jahr, wie gesagt, erst 10. Das heißt, potenziell kommen da vielleicht noch 38 Videos. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die durchschnittliche Aufrufzahl der noch kommenden 38 Videos genauso gut sind wie die vergangenen 10 Videos über FIFA 23, dann steckt da echt noch ein Umsatzpotenzial für die kommenden Videos von 34.214 Euro. Das war das ganze Thema YouTube. Schauen wir aber seinen anderen Kanal an, und zwar Twitch. Er streamt ja in erster Linie die ganzen Pack-Openings und während er da so streamt, kriegt er Subscriber. Und von diesen Subscribern kriegt er einen gewissen Betrag ab. Ich kenne seinen individuellen persönlichen Deal nicht. Ich weiß, da wird auch gerade viel geändert. Das ist, glaube ich, alles noch nicht gültig und so weiter. Ich gehe einfach mal von der konservativsten Schätzung aus. Und ab dem ersten Tag, ab dem er FIFA 23 gestreamt hat, hat er in diesem Zeitraum, also ungefähr den 2 Wochen, 13.824 Subscriber gesammelt. Und mit diesen Subscribern bekommt er ja Geld. Und wenn ich da wirklich zurückhaltend schätze und sage, das waren alles, was nicht der Fall ist, aber es waren alles Twitch Prime Subs, dann kriegt er 2 Euro ungefähr ab. Das bedeutet aber, dass er in diesen 2 Wochen durch Twitch Prime Subs ungefähr 27.500 Euro Umsatz gemacht hat. Schauen wir uns jetzt mal nur diese beiden Kanäle an, also nur YouTube und nur Twitch, beides mit einer relativ zurückhaltenden Schätzung. Auf YouTube hat er einen Umsatz ungefähr gemacht von 7.162 Euro und auf Twitch hat er durch die Subscriber auch ordentlich verdient und zwar bis jetzt 27.509 Euro. Das sind zusammengerechnet 34.671 Euro. Das heißt, er hat 16.000 Euro reingesteckt und ungefähr 35.000 Euro wieder rausgeholt. Das heißt, er hat das Geld, was er da reingesteckt hat, schon verdoppelt. Wer von euch würde nicht 1 Euro in einen Automaten werfen, wo er unten einfach 2 Euro rausnehmen kann? Das heißt, das ist jetzt schon ein sehr, sehr attraktiver Deal. Wenn ich jetzt allerdings davon ausgehe, dass er sofort aufhören würde zu streamen, das heißt, er steckt keinen Euro mehr in FIFA 23 rein und schneidet nur noch Best-ofs aus den hunderten Stunden, die er da schon gestreamt hat, schneidet er nur noch Best-of-Videos und veröffentlicht die und kommt dann auf eine ähnliche Veröffentlichungsanzahl wie letztes Jahr. Das heißt, dann kommen potenziell noch 38 Best-of-Videos auf seinem YouTube-Kanal, die dazu führen würden, dass er ungefähr 27.052 Euro zusätzlichen Umsatz macht, die ja dann keine Kosten mehr auf der Seite haben. Wenn ich das mit reinrechnen würde, dann würde er bei einem gesamten Umsatz von 61.723 Euro liegen. Seine Ausgabenseite kennen wir, 16.000 Euro. Das würde dann zu einem Gewinn führen von 45.723 Euro. Das heißt, er kann potenziell das investierte Geld in FIFA-Packs vervierfachen. Diese Zahlen sind für sich genommen ja schon ziemlich beeindruckend. Es ist natürlich unfassbar viel, es ist gar keine Frage. Also ich verdiene schon sehr gut, also gar keine Frage. Aber ich lasse hier noch unglaublich viel einfach unter den Tisch fallen, weil wenn er streamt, bekommt er auch Donations und andere Zuwendungen, die natürlich auch Einnahmen sind. Und ich betrachte auch überhaupt nicht seinen Zweitkanal und Drittkanal und Viertkanal. Und dann haben wir natürlich noch Second Try, Try React und Lost Moments. Das ist schon ordentlich. Und dass er auf anderen Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram und so weiter natürlich auch Schnipsel hochlädt und natürlich auch darüber Geld verdient. Und er hat halt gerade sehr viel Aufmerksamkeit durch diesen Hype und auch, dass ganz viele Medien über ihn berichten. Und diese zusätzliche Aufmerksamkeit, die wird sich auch schon ganz positiv durchschlagen auf seine Affiliate-Einnahmen, auf die Verkaufszahlen seiner eigenen Produkte, aber auch auf Product Placements. Wenn er jetzt viel Reichweite hat, dann kann er einfach mehr Geld für Product Placements verlangen und auch da steigert sich seinen Umsatz. Und ganz am Ende hat er durch diesen Push und diesen Hype natürlich auch Follower, die er jetzt neu gewinnt und die behält er. Das heißt, in 6 Monaten, wenn keiner mehr über FIFA 23 spricht, hat er einfach diese Follower und kann auch diese Follower später noch irgendwie zu Geld machen. Als erstes Zwischenfazit kann man sagen, dass offensichtlich die Investitionen in FIFA-Packs für Trimax ein unglaublich gutes Investment sind, weil für jeden Euro, den er da reinsteckt, holt er 2, 3 oder sogar 4 Euro raus. Und deswegen kann man ihm unternehmerisch gar nicht davon abraten. Dieses Investment zahlt sich auf jeden Fall aus und ist auch eine ziemlich sichere Bank. Deswegen unternehmerisch muss man ihm fast dringend dazu raten, mach weiter, gib noch mehr Geld aus. Und selbst wenn es am Ende 30.000 oder 40.000 Euro sind, ist vollkommen egal, du wirst ein Vielfaches wieder
wieder rausholen. Deswegen an dieser Stelle sollte man sich durchaus vor Augen halten, der hat nicht die Kontrolle über sein Leben verloren, der weiß ziemlich genau, was er da tut und es ist einfach ein unglaublich gutes Investment. Jetzt sehe ich schon einige super smarte Leute, die sagen, ey, wenn FIFA 23 so ein geiles Investment ist, dann stecke ich da auch 10.000 Euro rein. Ich kann dir leider schon sagen, das wird nicht funktionieren. Das schaffen nur sehr wenige. Also wenn jetzt wieder irgendjemand denkt, er will mit Stream oder YouTube anfangen, wegen des Geldes, das klappt nie, okay? Und das machen ja auch nur ganz wenige. Das, was Trimax da macht, kann eigentlich nur Trimax machen und so ein paar andere. Das heißt, vielleicht 10, 20 andere Streamer, die können das auch machen. Es gibt zwei Gründe, warum du das nicht nachmachen kannst und ich auch nicht nachmachen kann. Und zwar der erste Grund, Trimax ist dafür bekannt, dass er da extrem viel Geld reinsteckt. Das heißt, je mehr Geld er da reinsteckt, desto größer, krasser ist die Geschichte und die Headlines und die Thumbnails und so weiter. Das heißt, je mehr Geld und extremer er da ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt er und desto mehr Klicks bekommt er. Und Klicks bedeuten bei Trimax Einnahmen. Je mehr Geld er ausgibt, desto mehr nimmt er auch ein. Das heißt, er kann die Einkommensseite steigern dadurch, indem er mehr Geld ausgibt. Ich arbeite offensichtlich in der Steuerberatung und mein Gehalt steigt leider nicht, wenn ich mir jetzt FIFA-Packs kaufe für 10.000 Euro. Das heißt, mein Einkommen ist fix und ist vollkommen unabhängig davon, wie viel Geld ich bei FIFA reinstecke. Das ist bei Trimax ganz klar anders. Bei dem ist es schon so, dass wenn er mehr Geld ausgibt, er einfach mehr verdient. Und auf der anderen Seite kann Trimax die Kosten als Betriebsausgabe buchen. Das heißt, er zahlt und kauft diese Packs vor Steuern. Er kann die Steuern mindernd geltend machen. Das heißt, er hat erst die Umsätze, hat dann die Kosten für die FIFA-Packs und zahlt dann erst auf den Gewinn Steuern. Bei mir und wahrscheinlich bei dir ist das anders. Du verdienst erstmal Geld, musst dann erstmal Versicherungen bezahlen und Steuern bezahlen und von dem wenigen, was dann übrig ist, von dem musst du dann etwas kaufen. Bei Trimax ist das anders. Er kauft diese FIFA-Packs vor Steuern, wir müssen sie nach Steuern kaufen. Das heißt, die beiden Aspekte, du kannst deine Einkommensseite nicht positiv beeinflussen und auf der anderen Seite musst du nach Steuern und Trimax vor Steuern kaufen, sind riesengroße Unterschiede zwischen uns und Trimax. Ich gebe dir dazu mal ein relativ praktisches Beispiel. Trimax zahlt das Ganze vor Steuern. Und wenn du eine Gehaltsabrechnung bekommst, gehen wir mal davon aus, du verdienst 3.000 Euro brutto und bist in Steuerklasse 1. Dann zahlst du von diesen 3.000 Euro ja noch Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Steuern vor allem. Und dein Nettobetrag, das heißt das Geld, was du auf dein Konto überwiesen bekommst, ist ja deutlich weniger. Ganz konkret in diesem Beispiel ist es so, dass du für 1 Euro Nettogehalt 1,51 Euro verdienen musst. Das heißt, du musst fast 50% mehr verdienen als das Geld, was du tatsächlich am Ende zum Ausgeben hast. Für dich klingen 16.000 Euro vielleicht wahnsinnig viel, du solltest aber immer daran denken, da spricht Trimax immer vom Brutto und du hast, wenn du selbst etwas ausgibst, immer nur den Nettobetrag. Deswegen kann ich nur dringend davon abraten, seine Ausgaben irgendwie ins Verhältnis zu setzen mit dem, was du hast. Weil wenn du 16.000 Euro brutto hast, bleiben dir am Ende nach Steuern und Versicherung nur ungefähr 10.600 Euro. Bei Trimax gibt es diesen Effekt gar nicht, der zahlt alles immer aus seinem Brutto. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich eine Sichtweise auf diese ganze Thematik geben, die du vielleicht vorher gar nicht hattest. Und ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Trimax das sehr bewusst macht, weil er hat zum Beispiel Folgendes gesagt. Da sagen immer alle, ich bin dumm, dass ich so viel Geld für Gaming ausgebe, weil ich 800 Euro in eine Folge gebuttert habe. Kann natürlich keiner ahnen, dass das Ding 1,5 Millionen Aufrufe macht, ne? Das Ding hat 5.050 Euro gegeben. 800 Euro, dachte ich mir, dass es reinkommt. 1.000 dachte ich mir, sind es bestimmt. Dass es jetzt 1,5 Millionen Aufrufe macht, hätte ich nicht gedacht. Das kannst du ja vorher nicht wissen. Das ganze Videoformat ist relativ neu. Schreib mir doch gerne mal einen Kommentar, was du davon hältst, weil ich überlege, ob wir regelmäßig auf aktuelle Trends und News und Entwicklungen einfach eingehen und das so ein bisschen einordnen. Und da würde ich ganz gerne deine Meinung dazu hören. Du kannst natürlich auf diesem Kanal auch noch eine ganze Reihe, ich würde mal sagen, an inhaltlich anspruchsvolleren Erklärvideos rund um Thema Steuern und Finanzen anschauen. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Dann noch eine witzige Nummer. Hier, ich kaufe meiner Freundin ihr Traumauto. 5.040 Euro. 5.040 Euro. Ist das Auto zwar absolut nicht drin, aber immerhin noch was dazu wieder. Das ist schon sick.